Heute auch wieder eine Themenvorschau zu einer frisch gepressten Sendung auf Frequentraveler TV um 19 Uhr. Einmal ein Air China Flug, der mit Turbulenzen und dann im Krankenhaus geendet ist, zumindest für zwei Passagiere, wenn ich das richtig gelesen habe. Der Flug CA-1524 von Shanghai nach Peking oder Beijing, wie ich sagen soll, hat dort dann auch noch Schaden gemacht am Flugzeug, weil jemand mit dem Kopf durch die Decke wollte. Bilder dazu heute Abend in der Sendung 19 Uhr. Dann haben wir ein interessantes Thema wieder bei Airbus. Airbus hat Auftragseingänge, die vierstellig sind. Das ist relativ krass und da wollen wir mal kurz drauf schauen. Auch Condor möchte mehr Flugzeuge haben, als sie bestellt hatten ursprünglich. Also das heißt, sie ziehen ihre Optionen. Dann geht es bei Airbus weiter. Die haben eine 320er Produktionslinie in Toulouse aufgemacht, weil sie gar nicht so viele Flugzeuge herstellen können, wie bestellt worden sind. Ihr merkt schon, da schließt sich der Kreis. Und der A320-Nachfolger soll den Klappflügel bekommen, so wie die 777 zum Beispiel den hat. British Airways verpflichtet sich mehr und mehr zum 380er. Man möchte dort einen Retrofit machen. Und wir haben einen Deal von Stockholm nach Seoul ab 1599 Euro. Das sind wieder heute die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe. Und bleibt gespannt. Ich freue mich, was es heute noch für Themen gibt und dass ich euch heute Abend wieder live bei der Sendung sehe und dann natürlich auch ausgewählte Fragen beantworten werde. Also bis heute Abend 19 Uhr auf Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.